Ein letztes Mal begrüße ich euch ganz herzlich hier zum TSW 4. Ein letztes Mal deshalb nicht, weil ich damit aufhöre, sondern weil der TSW 5 in den Startlöchern steht. Der Release davon im Early Access bereits am 12. September. Und dazu aber gleich alles mehr. Wir kümmern uns erstmal darum, dass wir hier losfahren. Wir stehen auch übrigens nicht ohne Grund hier in Fulda. Das passt nämlich, glaube ich, inhaltlich ganz gut. Denn die Strecke Frankfurt-Fulda wird ja mit TSW 5 dann auch releasen. Das heißt also, wir werden Fulda auch demnächst hier wiedersehen, und zwar im Gewand einer neuen Strecke, auch mit dem Route-Hopping-Feature. Aber wie gesagt, dazu dann später alles mehr. Wir rüsten auf und fahren nach Kassel-Wilhelmshöhe. Dazu einmal den Fahrtrichtungswender rein und die Türen auf der rechten Seite auf. AFB geben wir frei. Legen den schon einmal ganz nach vorne. SIFA, PZB und LZB an. So. Genau. Das passt auch soweit. Gehen wir wieder zurück ins Grundbild. Dann einmal die Zugbeleuchtung aktivieren wir ebenfalls. Und dann sind wir eigentlich auch im Grunde genommen abfahrbereit. Vorne leuchtet das schon dreimal weiß. So muss das. Gut, dann müssen wir eigentlich nur noch warten. Signal steht schon. LZB gibt uns auch schon Fahrt. Führerstandsbeleuchtung brauchen wir nicht. Makro. Jawohl. So. Genau, wir stehen hier in Fulda. Und mit der Strecke Frankfurt-Fulda werden wir also diesen Bahnhof hier wiedersehen. Und dann gibt es ja dieses neue Feature im TSW, dass man, wenn es halt eben zwei Strecken gibt, die sich einen Bahnhof teilen, dann kann man tatsächlich von der einen Strecke in die andere Strecke springen. Und dabei wird dann die Uhrzeit und die Witterungsverhältnisse und sowas, das wird dann alles beibehalten. Das können wir dann hier bei Frankfurt-Fulda machen, beziehungsweise Kassel-Würzburg. Bei Rhein-Ruhr-Osten und Rosig-Nord können wir das dann ebenfalls in Hagen zum Beispiel machen. Und das funktioniert auch noch bei diversen anderen Strecken. Türen machen wir zu. Bremsen lösen wir. Und schalten Leistung auf. Ach, wundervoll, die gute Soundmod vom Raphael. Toll. Es ist eine Soundmod, die leider zumindest bisher nicht fertiggestellt wurde, die auch nicht öffentlich verfügbar ist, bevor jemand fragt, woher die Soundmod ist. Die ist nicht öffentlich verfügbar. So, wir schalten Leistung auf. Und auf geht's. Da steht noch ein bisschen was an Güterwagen. Dostos. Und für uns geht's los in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe. Dort müssen wir in genau einer halben Stunde da sein, haben 85 Kilometer vor uns. Das heißt also, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von, ja, etwas mehr als 160 km/h dürfte das easy peasy machbar sein. Genau, TSW 5 steht in den Startlöchern. Das hier ist das letzte Video zu TSW 4. Und kann euch auf jeden Fall schon mal eins sagen, es macht sehr viel Spaß. Frankfurt-Fulda ist eine sehr, sehr, sehr schöne Strecke. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal auf den Preview-Stream gespannt sein. Ich kann an dieser Stelle auch schon mal sagen, ich selbst werde auch einen Livestream machen, und zwar am 12. Am 12.9. abends dann gibt es auf jeden Fall auch von mir einen Livestream. Da könnt ihr dann gerne auch bei mir vorbeischauen. Für all die auch vielleicht interessant, die jetzt nicht den Early Access haben mit der Deluxe Edition. Genau, ne, also merkt euch das, 12. der Livestream. TSW 5 ist ein kostenloses Core-Update. Das heißt also, wenn ihr kein Interesse habt an der Strecke Frankfurt-Fulda zum Beispiel oder am Flixtron,
oder auch an der englischen und der britischen Strecke, der amerikanischen Strecke, dann könnt ihr euch trotzdem TSW 5 kostenlos runterladen. Auch auf der Konsole übrigens und auf dem PC. Das Ganze nennt sich dann, ich glaube, Starter Pack, TSW 5 Starter Pack oder so ähnlich. Und das ladet ihr euch runter und dann wird euer Spiel entsprechend upgegradet auf TSW 5. Ihr könnt dann natürlich auch all die alten Strecken, die ihr habt, auch im TSW 5 spielen. Ihr kriegt dann natürlich nicht die Strecke Frankfurt-Fulda, das ist klar, ne? Die muss dann bezahlt werden, weil die gibt es natürlich nicht kostenlos. Aber das Core-Upgrade an sich auf TSW 5 mit den neuen Features ist kostenlos. Und wenn ihr, wie gesagt, kein Interesse an der Strecke habt, dann müsst ihr nicht keinen Cent ausgeben, um TSW 5 zu bekommen. Das gilt auch übrigens für all die, die noch nie TSW gespielt haben, also all die, die jetzt vielleicht einsteigen wollen. Auch die können sich das kostenlose Core-Upgrade einfach holen und können sich einfach kostenlos TSW 5 runterladen in den ersten 30 Tagen. Und es bleibt dann auch für immer auf der Festplatte. Das nimmt euch dann niemals mehr irgendjemand weg. Und falls ihr zum Beispiel euch niemals TSW 4 geholt habt, sondern ihr seid bei TSW 3 geblieben oder TSW 2 oder TSW 2020, dann könnt ihr euch trotzdem das kostenlose Core-Upgrade holen und dann werdet ihr automatisch auch eben auf TSW 5 geupgradet. Natürlich ohne die ganzen Strecken, die dann neu dazugekommen sind, aber halt eben so, dass ihr TSW 5 habt. Von daher ladet euch das auf jeden Fall runter. Also es ist wie gesagt kostenlos. Und wenn ihr da Interesse habt an der Strecke Frankfurt-Fulda, dann könnt ihr das Regional Bundle euch auf jeden Fall auch holen. Den FlixTrain Vectron wird es, glaube ich, auch als DLC bei Release schon geben. Also ab dem 17. kann man sich das dann auch kaufen als Einzellok-DLC. Das geht ebenfalls. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Bewölkung. Mit Frankfurt-Fulda wird der ICE-T mitgeliefert. Das Highlight der Strecke, definitiv. Also der ICE-3 mit der Neigetechnik-Funktion. Dann die Baureihe 114. Das ist im Grunde genommen so ein bisschen wie die Baureihe 112 und die 146, nur dass sie halt 160 km/h fahren kann. Immer wieder krass, diese Viadukte. Auch mitgeliefert mit Frankfurt-Fulda wird die Baureihe 423. Und für den Güterverkehr mitgeliefert, kein Lok-DLC, sondern das ist automatisch mit dabei, Vectron in der Verkehrsrouten DB Cargo-Lackierung. Mit entsprechenden Güterwagen. Keine neuen Güterwagen, aber halt eben der Vectron, der da einfach mitgeliefert wird. Also für die, die sich niemals das Lok-DLC geholt haben, jetzt die Möglichkeit, wieder an einen Vectron ranzukommen. Der FlixTrain wird natürlich nicht mitgeliefert mit Frankfurt-Fulda. Das ist eben in der Deluxe-Variante nur mit dabei. Oder eben dann als einzelnes Lok-DLC, wenn ihr euch das einzeln kaufen wollt. Auch Highlight der Strecke Frankfurt-Fulda ist definitiv die Frankfurter Skyline. Auch das kann ich euch sagen, sieht sehr, sehr cool aus. Ich kann ja da schon mal so ein bisschen so aus dem Nähkästchen herausplaudern. Und da kann ich euch auf jeden Fall sagen, Frankfurter Skyline sieht aus wie Frankfurter Skyline. Anders als die Skyline in Essen. So, die LZB bremst jetzt hier ein bisschen runter. Wir müssen mal an dieser Stelle definitiv ein Foto machen. Übrigens, Fotomodus wird auch überarbeitet. Es gibt einen neuen Fotomodus. Der noch ein paar mehr Funktionen drin hat. Das Ganze gucken wir uns selbstverständlich auch in Ruhe zusammen an.
Dazu wird es dann auch ein kleines Tutorial geben, wie man den Fotomodus benutzen kann. Generell, ihr könnt auf jeden Fall erwarten, dass am Release-Tag, also am 12., also der Early Access Release, da wird es auf jeden Fall von mir eine Strecke, ein Video geben über die gesamte Streckenlänge mit dem ICET. Nur, dass wir einmal von Frankfurt nach Fulda oder andersrum fahren. Dann wird es die ein oder anderen Tutorials geben an dem Tag, die dann hochgeladen werden. Ne? Also wie fährt man den ICET, wie rüstet man die 114 auf, wie benutzt man den Fotomodus, wie benutzt man Route Hopping, solche Sachen. Und dann eben am Abend, am 12.09. ein Livestream. Definitiv. So, wir wurden runtergebremst auf 200 km/h von der LZB. Also Kassel-Würzburg ist schon eine schöne Strecke. Sie leidet meines Erachtens so ein bisschen darunter, dass es halt eben so eine reine Schnellfahrstrecke ist und das halt immer so ein bisschen, ja, man denkt sich so, ja, okay, also, oh, hallo? Huch, eine 1 und eine 101, auch schön. Man denkt sich dann, ja, okay, also, das ist halt irgendwie sehr gleichförmig, ne, wenn das alles so Schnellfahrstrecke. Da gibt es halt nicht so viel Abwechslung. Aber es gibt Leute, die mögen genau das. Ich persönlich bin ja eher so ein Fan von Strecken, die wie zum Beispiel Dresden-Riesa oder Frankfurt-Fulda funktionieren. Oder Bremen-Oldenburg. Ne? Also es muss nicht unbedingt die extreme Streckenlänge sein, sondern es geht vielmehr darum, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Strecke zu erfahren. Und da finde ich, ist halt Kassel-Würzburg so eine Strecke, da gibt es im Grunde nur eine Möglichkeit, die du hast. Und das ist eben die Schnellfahrstrecke mit dem ICE. Klar, okay, man kann auch mit einem Güterzug fahren, aber am Ende ist das betriebstechnisch nicht so unterschiedlich zum ICE, außer dass man halt ein bisschen langsamer fährt und ab und an mal zur Seite genommen wird. Aber es gibt an sich keinen großen Unterschied zwischen ICE fahren auf dieser Strecke und Güterzug fahren, mit Ausnahme der Geschwindigkeit. Und da finde ich, ist zum Beispiel Frankfurt-Fulda, da könnte ich auf jeden Fall drauf freuen. Frankfurt-Fulda bietet halt eben den Fernverkehr an, bietet den Regionalverkehr an. Da gibt es zig Möglichkeiten, was den Güterverkehr angeht. Selbst S-Bahnen, also ne, da ist schon viel Potenzial darin. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Ganze so dann aufnehmen werdet. Aber ich bin da ehrlicherweise guter Dinge. Ach, schön. Schön auf das Aquädukt drauf. Auf das Aquädukt. Nein, das ist es nur, wenn es regnet. Ein Viadukt. Ja, ja. Tja, wie heißt es so schön? Kassel-Würzburg is a vibe. So würde das mein guter Freund Leica sagen. Liebe Grüße an dich, wenn du das hörst und verstehst, weil Leica nur Englisch spricht. Egal. Ja, ne, also TSW5. Die Preview von der West Coast Mainline lief leider ja nicht so gut, ne, also die Strecke war so lala. Mal gucken, ob sich das noch zum Release ändert. Aber okay, das ist am Ende für uns irgendwie nicht ganz so wichtig. Wir werden uns sicherlich auch West Coast Mainline zusammen mal angucken, aber das hat definitiv keine Priorität. Also das ist ganz klar, Frankfurt-Fulda ist hier für uns das Relevante. Achso, genau. Und am Release-Tag werden wir auf jeden Fall auch den Flixtrain Vectron fahren oder vielleicht am Tag danach mal gucken. Aber ich denke mal, zuerst wird vor allen Dingen der ICET interessieren als komplett neues Fahrzeug.
Übrigens, FlixTrain Vectron, mit den FlixTrain Wagen, das sind auch neue 3D-Modelle für die Wagen. Im Interview mit Lukas war das ja auch schon klar. Hat er ja auch schon gesagt, dass das neue 3D-Modelle sind. Oh, hallo. Sehr schön. Und die Wagen, die sehen von innen auch wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Also da, das habe ich mir selbst schon angucken können und kann euch eins sagen, das Innere der Wagen, das sieht toll aus. 3D-Modell hervorragend getroffen, sieht richtig, richtig gut aus. Ja, dementsprechend sind wir jetzt heute ein letztes Mal hier unterwegs im TSW 4. Aber ich denke mal, dass da wird jetzt keiner eine Träne verdrücken, denn es geht ja weiter mit TSW 5. Und ich finde halt diesen Schachzug doch sehr, sehr klug von DTG, dass eben das Core-Update kostenlos ist. Ne? Weil das hat ja viele Leute mit TSW 3 und TSW 4 so ein bisschen verschreckt. Hat auch viele aufgeregt, dass, ne, dass im Grunde genommen die neue Version hinter einer Art Paywall gesteckt hat, und das ist ja jetzt nicht der Fall. Und da finde ich, das ist das Beste, was DTG machen konnte. Da finde ich sogar eigentlich fast legitim, dass wenn nächstes Jahr etwas releasen sollte, dass das wiederum hinter einer Paywall wäre. Das wäre in diesem Sinne meines Erachtens dann wieder legitim. Aber gut, wir wollen jetzt gar nicht über TSW 6 oder was auch immer das dann ist spekulieren. Aber auf jeden Fall erstmal sehr, sehr cool, muss man an dieser Stelle einfach festhalten, dass das Ganze kostenlos ist. Dass die Strecke jetzt nicht kostenlos ist, das ist klar. Das Einzige, was man eben machen muss, ist halt, dass man seine Inhalte nochmal neu downloaden muss, aber das lässt sich einfach technisch nicht umgehen. Ist halt so. Das ist der einzige Wermutstropfen in diesem Fall, aber wenn das wirklich der einzige Kritikpunkt ist, dass man seine Sachen neu downloaden muss, dann finde ich, ist das Kritik auf hohem Niveau. Ne? Ja. So, wir fahren übrigens aktuell 250 km/h. Unseren Fahrgästen hinter uns geht es hoffentlich auch noch soweit so gut. Ja, hallo. Vielleicht sollten wir nicht solche Dinge machen, während die SIFA an ist. Wir können ja die SIFA kurz ausschalten. Ha. Wir schauen mal ganz kurz in den Fahrgastraum rein. Hallo, geht's Ihnen gut? Ich bin Ihr Lokführer. Wir fahren nach Berlin Ostbahnhof. Ja. Sowas würden wir natürlich niemals während der Fahrt machen, das ist klar. Ja. Ne, erste Klasse hier. So, und wieder zurück in den Führerstand. Komm schon. Wieder an. Beim ICET kann man dann halt auch hier diesen kleinen diese Schalttafeltür, die man aufmachen muss, und dann kann man hier auch die Neigetechnik anmachen. Aber das gucken wir uns natürlich auch alles dann zusammen an, das ist ganz klar. Eigentlich müssten wir mal über Kassel-Würzburg mit einer 628 drüber brausen. Das wäre auch mal lustig, oder? Ah, oh, das sieht schön aus, dass wir so weit oben sind, hier einmal runter in dieses Tal fahren. Toll. Wahnsinn. Oh, das ist einfach schön. Und einmal zurück in den Tunnel. Oh, da ist noch ein ICE entgegengekommen.
GNT ist dann natürlich auch wieder verbaut mit dem ICET, sodass wir dann hier in dem Display die Geschwindigkeiten gesagt bekommen. Das ist in Realität ist das ja im Ebola drin. Da wir kein Ebola-Display haben, gibt es ja eben diese andere etwas artistische Lösung vom TSW, dass das halt dann in diesem Display drin ist. Das kennen wir auch schon aus dem Dresden-Chemnitz-Strecken-Add-on, nämlich von der Baureihe 612, die ja ebenfalls GNT und GST hat. Ach, schön. So, was haben wir noch? Wir haben noch rund 23 Kilometer, ein bisschen mehr als 10 Minuten Zeit und wir fahren 250 km/h. Also das ist mehr als machbar. Ich bin doch fasziniert, was Kassel-Würzburg für eine schöne Strecke ist. Man vergisst das doch, wenn man nicht so häufig hier unterwegs ist. Aber ich dachte mir auch, so eine kleine abschließende Fahrt mit dem ICE, das ist doch eigentlich standesgemäß, oder? Einmal den ICE über die Strecke jagen. Ist, glaube ich, das Beste, was man in der Situation machen kann. Merkt euch auf jeden Fall, wie gesagt, dann den 12. vor mit dem Livestream. Ich werde da auch entschuldigt, ich habe kurz den Gedanken vergessen. Genau, merkt euch das auf jeden Fall vor mit dem 12. Ich werde auf jeden Fall auch noch so eine Erinnerung bei YouTube reinmachen, dass ihr das dann auch auf dem Schirm habt in den nächsten Tagen. So, da hatten wir kurz Halt zu erwarten in 12 Kilometern. Was nun? Ja. Okay. Oh, 182. Beziehungsweise ES64U2, um genau zu sein. Eurosprinter 182 ist es ja nur in diesem Sinne als Loknummerierung der Deutschen Bahn. Noch 12 Kilometer und wir haben in 7 Kilometern 180 km/h zu erwarten. Und jetzt haben wir Halt zu erwarten in etwas mehr als 6 Kilometern. Anscheinend ist noch ein Zug vor uns. So, auf der Brücke machen wir gleich nochmal ein kleines Foto.
Vielleicht hier so. Ach ja, schön, schön, schön. Ja, die Brücke ist natürlich jetzt nicht ganz so hoch. Egal. Und da geht's auch schon wieder raus. Wir sehen auch schön hier, wie die Augenadaptation funktioniert. Ne? Wenn wir jetzt hier ranzoomen, dann sehen wir schon alles. Und jetzt, wenn wir wieder rauszoomen, dann wird dieser Punkt ein bisschen heller. Dafür sehen wir wieder den Lichtkegel unseres Zuges. So, 180 km/h sind erreicht. Dann sind 140 angekündigt in rund 2 Kilometern. Unser Zug bremst vollkommen von alleine runter. Ja, ne? Also die Arbeit als Lokführer ist natürlich ein bisschen entspannter, wenn die LZB so lange wirkt und für uns den größten Teil der Arbeit in diesem Sinne abnimmt. Und wir kommen mehr als nur pünktlich an, würde ich sagen. Ich meine, wir haben auch gar kein LZB-Ende zu befürchten, weil in Kassel ja auch die LZB verlegt ist. Einmal kurz Hallo gesagt an den ICE1. Und wir haben halt zu erwarten in 2 Kilometern. Das passt auch ganz gut mit der Tatsache, dass Kassel-Wilhelmshöhe in 2 Kilometern da ist. Beziehungsweise wir da sind in 2 Kilometern. Leistung schon mal rausgenommen, die brauchen wir sowieso nicht mehr. Hier auch noch signaltechnisch halt zu erwarten. Müssen wir in diesem Fall nicht bestätigen, denn wir sind in der LZB. Wären wir nur PZB geführt, dann müssten wir natürlich das Signal bestätigen. Und da sind wir auch schon in der Stadt vom guten Train Gamer. Liebe Grüße nach Kassel. Der hatte sich auch damals gefreut, wie sonst nichts anderes als mit TSW 3 war das, ne? Wo Kassel-Würzburg rauskam? Ja. Und wir halten an. So. Den Rest machen wir dann von alleine. Aber wobei, man darf, glaube ich, unter 100 km/h gar nicht die... Nee, ich will nichts Falsches sagen. So, wir bremsen auf jeden Fall von alleine jetzt runter. So. Und Türen auf. Ach, die Lichtverhältnisse in Kassel-Wilhelmshöhe sind immer richtig, richtig schön, ne? Gut, ich verabschiede mich damit ganz herzlich von euch, hier vom TSW4, mit dem letzten Video von TSW4. Das nächste Mal, wenn ihr mich hier hört, dann ist TSW5 Zeit. Wir sehen uns dann bis dahin. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.